Clemented Girls, waltet eures schrecklichen Amtes. Wer ist der tollste Typ? Mann, oh Mann, in wenigen Minuten in Sat 1. Wenn das berühmte Eismal ausgehen will, tut es das mit Stiel. Im kleinen Schwarzen oder edel gekrönt. Immer aber besonders geschmackvoll. Schöller Mövenpick. Wir machen das berühmte Eis. Mit BHW, da baust du dir ein tolles Haus. Mit BHW, da sieht die Zukunft rosig aus. Mit BHW, da packt es sich gar nicht so schwer. Denn BHW hat immer eine Idee mehr. Mit BHW Allgemeine jetzt auch für Sie. Kaum steh ich hier und singe, kommen sie von nah und fern und fangen an zu knabbern, sie haben halt Hülte gern. Sie singen und sie tanzen, sie lachen und sie schreien und wollen noch mehr Hülte, die leckern Knabbereien. Komm auch du, greif zu, komm auch du, greif zu. Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen bei den Sat.1-Nachrichten. Die Mieten in Ostdeutschland werden ab Januar 1993 zwar steigen, aber doch nicht ganz so kräftig wie ursprünglich geplant. Die ostdeutschen Bauminister und Bundesbauministerin Irmgard Schwetzer einigten sich in Magdeburg auf einen Kompromiss. Je nach Beschaffenheit der Wohnung beträgt der Mietanstieg zwischen 75 Pfennig und 2,10 Mark pro Quadratmeter. Die Europäische Gemeinschaft will notfalls militärische Mittel einsetzen, um die Bevölkerung in Sarajevo mit Hilfsgütern und Lebensmitteln zu versorgen. Darauf einigten sich die EG-Staats- und Regierungschefs in Lissabon. Dabei soll jedes militärische Vorgehen im Rahmen der UNO abgesprochen werden. Die EG will außerdem darauf dringen, dass Restjugoslawien aus internationalen Organisationen wie KSZE und der UNO ausgeschlossen wird. Für die Hunderttausende von Flüchtlingen stellt die EG weitere Finanzhilfen bereit. Der französische Staatspräsident François Mitterrand ist am Abend nach Abschluss des EG-Gipfels überraschend nach Jugoslawien gereist. Er wird noch am Abend in Sarajevo erwartet. Dort wurde ungeachtet des UNO-Ultimatums an die Serben, ihre Artillerie innerhalb von 48 Stunden aus Sarajevo abzuziehen, weitergekämpft. In Belgrad ist heute der serbische Kronprinz Alexander angekommen. Er will die Opposition gegen Präsident Milosevic unterstützen. Der Vater des Prinzen, König Peter, war 1941 vor den Nazis geflohen. Für morgen wird in Belgrad eine Großdemonstration gegen Präsident Milosevic erwartet. Nein zur Mafia, sagten heute in Palermo rund 100.000 Demonstranten. Der Protest erinnerte an den genau vor einem Monat in Sizilien ermordeten Richter Giovanni Falcone. Falcone hatte sich der Mafia entgegengestellt. Angehörige von Mafia-Opfern riefen zum Kampf gegen das organisierte Verbrechen auf. Der Erzbischof von Palermo ermahnte die Italiener, die moralischen Werte gegen die Mafia zu verteidigen. Bei einem Bombenanschlag im Zentrum von Belfast sind 21 Menschen verletzt worden. Die Täter warfen die Bombe auf das Dach eines Streifenwagens. Der Wagen brannte sofort. Die beiden Polizisten erlitten Verbrennungen. Mehrere Passanten wurden von Bombensplittern getroffen. Die Polizei vermutet hinter dem Anschlag die irische Terrororganisation IRA. Mit drastischen Mitteln geht die chinesische Regierung weiter gegen Drogenhändler vor. Am internationalen Anti-Drogentag wurden mindestens 47 Menschen hingerichtet. Soldaten führten die Verurteilten in Stadien und auf Plätzen vor und richteten sie durch Genickschuss öffentlich hin. Außerdem verbrannten sie mehrere Tonnen Opium und Heroin. Der amerikanische Marineminister Garrett trat wegen eines Skandals um sexuelle Belästigung weiblicher Soldaten zurück. 26 Frauen, alle Marinemitglieder, sind im vergangenen Jahr während einer Marinetagung von ihren männlichen Kollegen an einem Abend sexuell genötigt worden. Garrett muss zurücktreten, weil dieser Skandal nicht aufgeklärt, sondern vertuscht wurde. Jetzt macht der US-Senat Druck. Bis die Affäre geklärt ist, wird die Beförderung von Marineadmirälen und Generälen blockiert. In London hat heute die mit Spannung erwartete Verhandlung im Fall Krabbe vor dem Schiedsgericht des Internationalen Leichtathletikverbandes begonnen. Aus London berichtet Markus Jestedt. Der Prozess begann um 9 Uhr Londoner Zeit
im dritten Stock des IAAF-Hauptquartiers im vornehmen Stadtteil Knightbridge. Als erster Zeuge kam der Kölner Dopinganalytiker Professor Manfred Donicke, der die strittige Dopingmanipulation am 29. Januar entdeckte. 5 Minuten später traf Katrin Krabbe mit ihrem Freund Thorsten Krenz ein. Den Vorsitz im Schiedsgericht hat der Finne Lauri Tarasti. Die Verhandlungssprache ist Englisch. Es muss uns alles übersetzt werden und wir versuchen so viel wie möglich mitzubekommen. Aber es ist natürlich sehr, sehr anstrengend für uns, ja. Krabbe-Anwalt Dr. Rauber lobte die erste Entscheidung der Kommission, den deutschen Rechtsanwalt Günther Emich noch als Zeugen einzufliegen. Emich ist verantwortlich für den jetzt zu verteidigenden deutschen Freispruch vom April 92. Morgen Abend wird die Entscheidung erwartet. Einen Tag nach dem verlorenen Europameisterschaftsfinale gegen Dänemark hieß es heute Morgen für die deprimierten deutschen Nationalspieler Koffer packen und ab zum Flughafen. Über die letzten Stunden in Schweden und die Ankunft in Frankfurt berichtet Jörg Dahlmann. Utrikes Avresande, sagt der Schwede vor dem Abflug. Die deutschen Spieler, wie hier Doll, schienen trotz Begleitung der Frauen enttäuscht bis gelangweilt. Ab nach Italien, Stefan Effenberg mit Brille im Ohr. Immerhin einer konnte sich im Flugzeug freuen, weil er dort erfuhr, zum besten Spieler der EM gewählt worden zu sein. Thomas Hessler hier im Cockpit gemeinsam mit Michael Schulz. Währenddessen Trauer bei Bundesverti, denn Rudi Völler gab seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Nur noch einmal am 14. Oktober gegen Mexiko will er sich das Nationaltrikot überstreifen. Kurz vor 14 Uhr landete der Airbus Recklinghausen in Frankfurt, erwartet unter anderem von Frau Möller, Frau Köpke sowie vom 5-monatigen wohlgenährten Fräulein Köpke. Als erstes entstieg Co-Trainer Bonhoff dem Flugzeug und dann schon Kapitän Brehme, der auch beim Blumenmädchen seine Vorbildfunktion unterstrich. Begrüßung beim jungen Ehepaar Möller. Und als hätte Andi im Flugzeug die EM-Bilanz gezogen, meinte er: War ein bisschen, war voll schlecht eben auf dem Flug, aber wie denn? Immerhin, während die meisten Spieler sich möglichst schnell aus dem Staub machten, wunderte sich Möller über die geringe Resonanz am Flughafen. Vor 2 Jahren als Weltmeister, wie wir hergekommen sind, da war hier alles voller Menschen und jetzt halt weniger. Aber so ist es halt mal. Auch schönes Gefühl, wieder Ihre Frau in den Arm zu halten? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war natürlich schon so 3-4 Wochen, ist natürlich auch eine lange Zeit und ich freue mich darauf jetzt erstmal. Unter dem Stichwort neue Männer braucht das Land, sind Sie ja schon aktiv geworden. Sie und Ihre Frau haben ja ein süßes, kleines Geheimnis. Ja, das wollen wir auch für uns behalten. Ja, lieber Andi, aber dieses Geheimnis wird spätestens in 7 Monaten gelüftet. Ganz anders war die Stimmung natürlich beim frisch gebackenen Europameister in Dänemark. Bereits am Flughafen in Kopenhagen bereiteten Tausende ihren Fußballhelden einen begeisterten Empfang, als die Maschine um 12 Uhr Ortszeit gelandet war. Überglücklich, aber auch übernächtigt von der langen Siegesfeier, präsentierten die Spieler um Trainer Möller Nielsen den Fans den Pokal. Diesen bekamen dann auch die rund 100.000 Fans auf dem Rathausplatz der dänischen Hauptstadt zu sehen, wo die Feier in bester Stimmung weiterging. Beim Tennisturnier in Wimbledon fand heute die 3. Runde in der Damen- und Herrenkonkurrenz statt. Aus deutscher Sicht ein überaus erfolgreicher Tag, denn nach Michael Stich gestern erreichten heute gleich 3 Spieler das Achtelfinale. Steffi Graf besiegte Marianne de Swart aus Südafrika in 3 Sätzen. Boris Becker schlägt Brian Shelton aus den USA in 4 und Christian Tsatsiano den Schweizer Jakob Lasek in 5 Sätzen. Und die Sensation des Tages, Andrei Oshovsky aus der GUS besiegt die Nummer 1 der Welt, Jim Courier USA, in 4 Sätzen. Und nur noch einen Blick auf das Wetter von morgen. In ganz Deutschland scheint wieder die Sonne. Die Tagestemperaturen erreichen 25 bis 30 Grad. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonnabend. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, bevor es den Herrn der Schöpfung jetzt so richtig an den Kragen geht, werfen wir noch schnell einen Blick auf unser Programm von morgen Abend. Und das beginnt erstmal mit so einer richtigen Herzschmerzgeschichte. Eure königliche Hoheit, darf ich Ihnen meine Schwester Diana vorstellen? Diana, Prinz Charles. Lady Diana. Königliche Hoheit. Die Romanze von Charles und Diana. Der Beginn einer wunderbaren Liebe. Morgen, 20:15 Uhr in Sat 1.
Ja, und Sie werden mir recht geben, wenn ich sage, was wäre ein Sonntagabend ohne Erich Böhme und... Talk im Turm. Kontroverse Gäste, aktuelle Themen, informative Gespräche. Ja, ich persönlich nicht, aber die meisten anderen hätten wahrscheinlich Angst davor. Meine Güte, das ist ja eine Frage, da müsste man ja Profi sein, um die zu beantworten. Live aus Berlin, morgen Abend in Sat.1. Genau, und es geht morgen Abend um die Frage,